Deutschland hat jetzt auch ein Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung. Ja, ja, fast wie ein zivilisiertes Land, möchte ich fast sagen. Das müssen Sie dazu wissen. Jahrelang haben sich unsere Parlamentarier mit Händen und Füßen gegen so ein Gesetz gewehrt. Und jetzt kommt aber der Haken am neuen Gesetz, und der ist leider kein Witz. Abgeordnetenbestechung ist ab jetzt nur strafbar, wenn es nachweislich einen Auftrag zur Bestechung gibt. Also quasi eine Quittung. Mit anderen Worten, in der Praxis ist es nie strafbar. Ehrlich. Das regt mich so auf, ich glaube, ich brauche professionelle Hilfe. Herzlich willkommen zum Heute-Show Telekolleg. Entspannt verarscht werden, meine Damen und Herren. Ja, herzlich willkommen, liebe Verarschte. Heute wollen wir mal versuchen, zusammen mit dem Oliver eine höhere Bewusstseinsstufe zu erreichen. Schauen Sie mal hier, das ist der Rudolf Henke von der CDU. Der Rudolf jedenfalls musste gerade wie alle Abgeordneten seine Nebentätigkeiten offenlegen. Da kam raus, der ist Arzt, kriegt von 4 Ärzte-Lobbyverbänden pro Jahr mindestens 150.000 Öcken zusätzlich zu seinen Diäten. Und jetzt kommt's, ist stellvertretender Vorsitzender im Gesundheitsausschuss. Anderes Beispiel. Der Rechnungshof kontrolliert die Ausgaben und rügt die Fraktionen, wenn die Geld verplempern für was weiß ich. Und damit wir das nicht mehr mitkriegen, haben die heimlich, still und leise ein Gesetz erlassen, nachdem wir Bürger keine Rechnungshofakten mehr einsehen dürfen. Was? Wirklich? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Natürlich nicht. Weil die genau wissen, dass sie sich immer so furchtbar aufregen, haben die das Gesetz extra nachts um 0.25 Uhr verabschiedet. Wir gucken uns jetzt mal zusammen an, wie lange die dafür gebraucht haben. In Echtzeit. Bitte? So eine Debatte dauert doch Stunden. Oh nö, in dem Fall ging es einen Tick schneller. Wir schauen mal rein. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind wieder alle Fraktionen des Hauses. Danke, vorsichtshalber Gegenprobe. Niemand erhebt sich. Enthaltungen hebt sich auch niemand. Der Gesetzentwurf ist somit angenommen. Haben die gebraucht? Wahnsinn! Und keiner hat dagegen gestimmt. Nicht mal die Linken. Bitte? Ich muss zugeben, dass es jetzt im Bereich verarscht werden schon Champions League. Ja. Lara Hassknecht schreibt der GroKo einen Brief. Liebe GroKo, ich habe da mal eine Frage an euch Matschbirnen. Seid ihr eigentlich als Kinder öfters mal vom Wickeltisch gefallen? Wenn ich alt bin, darf ich mir Katzenfutter warm machen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr zur Schule zu gehen. Vielen Dank für gar nichts, ihr grenzdebilen Heckenpenner. Sag mal, Lara, das kannst du doch so nicht abschicken. Ich glaube, ich spinne grenzdebil mit IE. Das schreibst du schön nochmal.